Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Kingdoms of Amalur, Reckoning und hier die Szene von Naros, ein DLC. Pepe ist jetzt Inedilla und wir haben uns überlegt, wir werden jetzt erstmal wieder nach unten marschieren, Bisschen Abwechslung. in die Zähne, das eigentliche Gebiet, die Zähne von Naros und werden dort zwei Aufträge Ja, ich war erledigen. inzwischen auf dem Markt, habe mich wieder ein bisschen entleert, Ja, habe und das ist meine ziemlich reich, Viecher ne? 12 heilen Millionen hat er lassen. inzwischen. Oh. Was hast du? 12 Millionen hast du inzwischen, oder? Ja. Ja. Knapp über 12. Trotz Heilkosten. Ja, die war nicht gerade niedrig. Deutlich über 9.000. Zwei Flüche immerhin. Und was hast du jetzt? Ja, jetzt bist du erstmal gegen Flüche immun, das ist ja nett. Aber in der Regel können wir es nicht ausnutzen. Hier liegen ja überall Truhen rum, aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Haben wir schon mal festgestellt, dass wir keine Ahnung haben, wie man da hinkommt. So, wir laufen einfach mal Richtung Ziele. Was hast denn du jetzt als Quest Ich habe markiert? jetzt diesen Kohn oder wie er heißt, dieser Ach, das Troll, ist ja, den wir umbringen sollen, weil er die Frau der die getötet Frau hat. von dem Baumeister Genau. Okay. Gut. ermordet Das sieht hat. hier aus wie Plünderer. Die Und sehen es sind da sehr rote nach Punkte, also kann man Plünderer sich getrost aus. Ja, auf einen Kampf Ani, vorbereiten. her mit dir, los geht's. Es gibt Arbeit. Nun werdet ihr sterben. Ich glaube, da liegt ein kleiner Irrtum vor. Na Da ist ihr. Heine immer ganz wichtig, weil die mich sofort einfrieren. Ja. Ich krieg gerade noch meinen Zauber raus Das und war der schon sogenannte kurze Prozess, den Pepe da stehe ich gemacht hat. als Eisstatue in der Ja, Gegend ja. rum. Es muss ein komisches Gefühl sein. Ja, offensichtlich. Es ist ein komisches Gefühl. Weil du kannst Obwohl, dich ja ich nicht kann gar bewegen, nicht so ne? richtig lachen. Gut. Karte, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ja. Kohn, also einfach die Straße nach. Ja. Dann liegen wir ja hier schon auf der richtigen Straßenseite. Komisches Licht hier, ne? Wir liegen auf der Das ist Straßenseite. komisches Licht, so gelblich. Ja, es ist ganz gelb heute. Ob der Staub ist aus der Sahara? Wer weiß. Oh, da ist er Ach, ja. guck mal, da kommt Das ja der ist er. Kohn. Dicke. Hat sogar einen Namen, also immerhin. Oh. Der hat irgendwas. Auch einfrieren oder irgendwas oder so. So blau, ja. Hui, du, der ist aber wirklich haarig, sozusagen. Du hast ihn noch gar nicht richtig erwischt. Nö. Aber brennt. Hast du schon mit Feuer versucht? Du springst aber auch toll in die Luft. Ach, das war zu kurz. Ja, mit dem Zauber muss ich noch ein bisschen Der üben, mag gell? Heini überhaupt nicht. Was mache ich denn für einen Blödsinn? Ja. Blödsinn. Ja. Ja, das war Blitz. Das war jetzt Genau, Blitz. das hat ihm wohlgetan. Also von unserer Sicht aus, natürlich nicht von seiner Sicht. Er meint sicher, das hat ihm nicht so richtig wohlgetan, Ich aber wollte noch egal. mal mit meinem Ursprünglicher Dreifach Bogen. Und euch. Zauber üben, aber da Aha. war schon Hülle. Ja, hat lange Hm? genug gedauert. Ja, finde ich auch. Ist da wieder Langbogen aus Holz? Naja. Wir klagen auf ziemlich hohem Niveau. Stimmt's? Genau. Mein Pepe So. spielt auf normal. Hat überlegt, ob er auf Meister stellt. Aber ich bin der Meinung, das machen wir nicht. Weil, Nö, warum eigentlich? muss Dann nicht dauern die sein, Kämpfe nur nö. länger. Deswegen werden sie auch nicht Wozu? spannender. Man kann viel entspannter Ja, spielen. genau.
So, wir suchen... Wir suchen Darius, wir suchen Berenikes Lager. Wir suchen Berenikes Lager und da ist Darius. Ist das hier Berenikes? Ja, da ist ja, es. Ja, da ist Berenikes Lager. Also. Denn, ach, doch. Da. Wir hatten Darius, ich meine, ja. Ja. Irgendwie war mir der Name bekannt, mal abgesehen davon. Ne? Genau. Hallo. Ja. Das ist ein normaler Name ist für die damalige Zeit. So, Darius, wir wollten mit dir sprechen. Hallo, Berufene. Wart ihr in den Zähnen von Naros? Genau. Ja, von Hystis. Hystis ist ein Freund von mir. Ein ehemaliger Kollege. Aber als wir versuchten, Kontakt zu den Jotun herzustellen, tja, da hat sich einiges verändert. Wir haben ein Tagebuch für euch. Das sind Hystis Forschungsergebnisse. Das heißt, er ist jetzt bereit, bei den Jotun zu leben. Ich kann zwar nicht sagen, dass ich alle seine Methoden billige, aber ich respektiere seine Beweggründe. Danke, Berufener. Richtet ihm meine besten Wünsche aus. Gut. Gerne. Das tun wir doch gerne. So, jetzt sollten wir dann auch wohl zu Hystis zurückkehren. Ja. Steht hier auch. So. Nee. Ja, ich hatte den ja. Wo war denn der? Da, guck, da gelbe. Kreis da unterhalb von Idyll. Nee, das hier ist Paketor. Das ist nach. Ich mach mal Logbuch. Ups, wo waren der nochmal? Ach nö. Ach nö, bitte. Ist das. Nee, zurück zu den Wurzeln. Nee. Ist es Liebesdienst? Da ist Hystis. Ja, jetzt zurück ist zu er den oben. Jetzt haben die beiden zurück zu den Wurzeln Plätze getauscht. Ja, gut. Karte. Da ist er. Ja, genau. Hystis Lager, ja, genau. So, hallo. Hier, hallo. Hystis. Ich sehe nicht wir viel. Haben alles Ihr habt erledigt. Also alles erledigt. Genau. Aber ich sehe Corinna nirgends. Dann hat sie sich wohl entschieden. Aber sie wollte doch kommen. Sie wollte Nun, doch kommen. Da kann man dann wohl nichts machen. Ich muss aufbrechen. Hatte so, sie zu die uns? Jotun gehen barfuß. Also werde ich es auch tun. Nehmt meine Sandalen, Berufener. Vielleicht könnt ihr sie ja gebrauchen. Corinna wird zu euch kommen. Ja, eben. Corinna kommt? Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ihr sie dazu bewegen könnt. Nun, ja, auch nicht. Ich denke, meine Reise kann noch etwas warten, wenn ich dafür meine Corinna noch einmal sehen kann. Danke für eure Hilfe, Berufener. Ich hoffe, das hier ist Lohn genug für eure Mühe. Ja, danke. Aber sicher, Gut. Wir haben es ja gern gemacht. Leb wohl. Okay, und tschüss. Passt auf euch auf. Ja, ist eine gute Idee, dass es seine Sandalen behält. Ich glaube, die werden uns ein bisschen groß. Hä? Erstens werden sie uns ein bisschen groß und zweitens weiß ich nicht, ob er solche Füße hat wie die Jotuns. Keine Ahnung. Oder ob er nicht dann fußkrank wird. Ziemlich schnell. Na? Ja. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall zu Paketor, oder wie man der Typ heißt. So, mal gucken. Halt. Man kann auch Parzi sagen. Hoch. Ja. Oder sind wir jetzt? Wir sind doch schon hoch. Ach, wir sind schon oben. Ja. Wir springen da gleich nach oben. Na gut, dann brauchen wir die Gebietskarte. Ja, genau. Klar. Dann sollte ich auch den richtigen Quest markieren. Das solltest du vielleicht. Arkes, Reif, Reagenzien, Paketor war doch. Da. Hier ist er, ja. Okay. Hier vor, rechts rum und dann gleich wieder rechts. Das ist schon lustig irgendwo. Das müsste ich da auch die, so da die Leute, die Römer haben ja Latein gesprochen, das ist klar, wissen wir ja alle. Und da man aber nicht wusste, wie sie das C ausgesprochen haben, ob wie Z oder ob wie K. Gibt es unterschiedliche Aussprachen. Also wenn du, ich habe ja Latein gelernt und bei uns war es immer K
Wurde Fäkal gesprochen? Ja, man kann ja keinen mehr fragen. Nee, man kann die nicht mehr fragen. Das ist echt blöde. Hallo. Ihr habt Korn getötet. Vielleicht finde ich jetzt endlich meinen Frieden. Nun, da der Mörder meiner Frau nicht mehr lebt. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ich habe nicht viel, aber hier. Diese Handschuhe trug ich, als ich meinen ersten Stein bearbeitete. Mögen sie euch gute Dienste leisten. Danke. Oh ja. Hast noch was über deine Frau zu erzählen? Ich vermisse sie jeden Tag. Ja. Aber es ist tröstlich zu wissen, dass ihr Tod gerecht wurde. Tja. Na gut. Bringt sie leider Passt auch nicht euch zurück. Auf. So ist es. So, was haben wir da gekriegt? Gucken wir mal. Ja, jetzt gucken wir mal. Steinmetzhandschuhe hat er uns gegeben. Hände. Ja. Lila. Ja. Gucken wir mal. Natürlich macht leider also nichts macht. Für uns. Damit können wir leider nichts anfangen. Das macht uns zwar wieder reicher, aber... Guck mal, wir haben doch Sandalen gekriegt. Ach, hat er uns doch seine Sandalen gegeben. Natürlich, die hat er uns vorher schon gegeben, in dem Augenblick. Kolossal-Sandalen. Das ist Zauberkraft. Das ist was für Zauberer. Meine Schadensresistenz beim Ausweichen, Lebensregeneration und Element... Ich will das erstmal behalten hier. 8% Elementresistenz, ja. Lebensregeneration. Ja. Kann man erstmal lassen. Ja. Genau. So, dann haben wir ja neue Aufträge bekommen. Also ich bin der Meinung, wir könnten mal wieder ein bisschen im Hauptquest weitermachen, oder? Ja, ist vielleicht gar keine schlechte Idee, ja. Mach mal. Genau. Wir besorgen mal den Reif. Genau. Da werden wir ja dann wohl Sekandra wieder treffen. Mit der sind wir ja verabredet. Die ist hier und wir sind da. Also einmal so quer rüber. Über das Loch drüber springen. Ja. Oder laufen wir dran vorbei? Weiß ich nicht, wie du willst. Ich glaube, ich laufe lieber nicht weiter. Außen rum. Das Loch sieht mir doch ein bisschen sehr tief aus. Mag sein, aber sie lassen dich sowieso nicht runterspringen. Freundlich, wie sie hier sind in dem Spiel. Vielleicht ganz es gibt gut Spiele, so, da würdest du hier dich zu Tode stürzen dann. Witcher, denke ich, oder auch so in Skyrim, oder war es ja auch so, dass du da dann gleich den Abgang machen konntest. Und tschüss. Hä? So, mal sehen, hier hat er uns reingelenkt, aber ich weiß nicht, warum uns der immer an so abartigen Stellen in die Kanalisation lenkt. Wir müssen ja da hin. Ja gut, dann müssen wir uns... Hier ist das östliche Steinmal, dazwischen haben wir so weit ist es ja jetzt nicht. Ich gehe einfach runter. Einfach, wir gehen jetzt einfach erstmal eine Weile nach Süden. Wolltest du sowieso zu unterschächten? Wolltest du eigentlich doch sowieso, hast du gesagt. Letztens. Richtig, da wollte ich ja auch noch hin. Was kommst du da sowieso hin? Ist doch gut. So, hier kann man springen oder Leiter klettern. Kann man auch Leiter klettern? Ja, tatsächlich. Ja, man kann hier die Leiter benutzen. Wie du willst. Ich glaube, wir wollen weiter nach Süden runter, auf ohne jeden lange Fall. Umwege. Ja. Ja. Hier, die Dinger können wir uns ja schenken. Ja, das haben wir ja schon ausprobiert und da war nichts. Ja. Na, kriegst du es auf die Reihe? Oh, du hast es auf die Reihe gekriegt. Wenn auch mit Mühe. Ja, wenn auch mit Mühe. Zack. So. Jetzt müsste es irgendwo bald nach links weggehen. Oder war das noch weiter nach Süden? Das war noch weiter nach Süden. Ja, nächste. Na, ihr kleinen Giftspucker. Ist das nur einer? Zwei. Das ist noch ein. Aber der hat sich noch ziemlich zurückgehalten. Ja. Hat ihm auch nichts genützt. Genau. Hier geht's lang. So, und hier war das irgendwie irgendwo nach links rum.
Nehmen wir mal diese Leiter hier, das sieht schon mal ganz gut aus. Na, jetzt. Du hast keinen guten Leumund mehr bei den Vögeln. Nein, meinst du, die mögen jetzt nicht? Nein, jetzt wie die dich sehen, dann sehen sie rot. Was so. Natürlich Kamikaze ist für die Vögel. Tja. Und hier ist sogar eine Tür. Du kannst ja mal speichern, bevor du runtergehst. Das ist die Tür in die Unterschächte, da wo ich sowieso hin wollte. Ja, sage ich, habe ich doch vorhin gesagt, dass es nicht gehört. Ach so, das hatte ich noch gar nicht mitgekriegt. Du wolltest ja doch sowieso heute. Ich habe mich gewundert, was du meinst. Ja, das meinte ich, genau das. Dass du da sowieso hin wolltest. Alle Elfen töten. Kommt, wenn dieser Name... Wenn Anorkatos wünscht, dass wir den Reich verschaffen, werden wir es rasch tun. Ich will diese Sache endlich erledigt haben. Ja, gut. Na gut. Mach mal. Seid in diesen Landen vorsichtig. Ja, gut. Gut. Werden wir sein. Und warum hockst du dich jetzt wieder dahin? Tja. Na gut. Vielleicht lässt du will wohl nichts damit zu tun haben. Hier gibt's Plünderer. Genau, da ist sie schon. Oder sind die Plünderer? Ich werde mich nicht zurückhalten. Wir uns auch. Genau. Wir halten uns auch nicht zurück. Die haben uns auch gar nicht gesehen, die Plünderer, oder? Was ist das für einer? Was trägt der denn? Sieht ja aus wie ein Hahnenkamm. So. Die Kopfbedeckung. Nun ja. Wow. Auch Speere können schweben. Mhm. Ah, jetzt ist er runtergefallen. Ich will es einfach nur hinter mich bringen. Ja, wir auch. Hammer der Nacht. Ja, ja. Ob der Schaden bei Nacht macht? Mhm. Klar, was sonst? Hä? Bist du den Plündern? Ich höre euch einer. Zu. Gut. Wir wissen dir. Aber nichts zu sagen. So aber richtig. Im Moment haben wir eigentlich nicht viel zu sagen. Wir müssen jetzt mal erst mal gucken, wo wir hier hin müssen. Wir müssen hier lang. Aha. Ja, da ist das Grab. Dieses Grabmal. Das scheint sein also, Grabmal zu sein. Dann Sarkophag und ist mal das. Ne? Ja, ein bisschen speichern ist vielleicht nicht verkehrt. Ja, auf jeden Fall. Und? Hallo. Ja. Arkes Reif. Dort. Dies ist das Artefakt, nach dem ihr sucht. Arkes Reif. Indem ihr ihn an euch nehmt, wird Arkes Grab zu einer leeren Gruft. Lasst uns gehen. Anorkatos hatte seinen Spaß mit mir. Und es gibt nichts mehr, was ich noch plündern ließe. Ja, ist sie offensichtlich sehr zornig. Warum seid ihr so zornig? Grimmig. Es ist nichts, was ich mit euch teilen sollte, Berufener. Eure Zeit ist zu kostbar dafür. Ach, sie mochte Arkes Reif. Zeit muss sein. Los, erzähl. Ich dachte immer, allein das Werk der Götter könnte mich jemals in Arkes Gruft führen. Doch nun bin ich hier, auf Geheiß von Anorkatos hin, eines Wesens aus Fleisch und Blut. Ich kann nicht, ich werde nicht! Selbst nach all diesen Jahren hat er seine Boshaftigkeit noch nicht abgelegt. Er weiß, dass ich seinem Befehl Folge leisten muss. Entschuldigt meinen Ausbruch. Es kann schwierig sein, seine Überzeugungen aufzugeben. Aber wir müssen es tun. Es muss sein. Na gut. Was auch immer sein muss. Ja. Bringt den Reif zurück zu Anorkatos. Er wird sicherlich bereits auf euch warten. Dann gibt uns einen neuen Auftrag. Und das ist wahrscheinlich genauso unangenehm für sie wie dieser hier. Tja, fürchte ich. Das ist durchaus. Nur ja. Aber wir können auf jeden Fall den Auftrag abholen. Im Bereich des Möglichen. Auf jeden Fall können wir den Reif mal abliefern. Warum haben wir hier so viele? Niemand kommt mehr hier hinunter. Dieser Ort wird dem Verfall preisgegeben, da die Kolossae keinen Bedarf mehr an diesen Hallen haben. Oder an jenen, die in ihnen begraben sind. Oh, wie viele traurig. Jahre haben unsere Steinmetze geschuftet, um diesen Ort zu erschaffen? Und seht ihn euch jetzt an, wie leicht wir die Mühen unserer Vergangenheit doch hinter uns lassen. Das ist traurig, stimmt's? Mhm.
Ja, sollte man wirklich wenigstens nochmal einen Blick zurückwerfen. Mhm. Haben sie wirklich toll gemacht. Ja. Gut, gut. Ja. Wer weiß, vielleicht kommen wir hier nochmal zurück. Wer weiß, du hörst möglich. So, Karte gucken. Östliche Steinmal bringt uns in dem Fall nicht groß weiter. Nö, wir müssen da, da raus wieder, wo das östliche, oder? Hier ist doch der wir gelbe Ring. Hier wieder raus. Der gelbe, nee, der gelbe Ring ist doch unterhalb dieses. Ach, hier, ja. Hier ist das nächste. Ja, genau. Ja, da war der Kringel drüber, das habe ich gar nicht gesehen. Naja, der Kringel ist ja das, wonach ich mich jetzt gerichtet habe. Ja, eigentlich sollte man nach dem Kringel gucken. Mhm. Nun ja. Schon klar. Mhm. So. Ja, ist richtig. Die nächste rechts. Naja, hier muss man immer dreimal gucken. Mhm. Denkt man, man läuft in die richtige Richtung und kommt ganz woanders raus. Ja. Hier sind ja schon wieder Feinde. Was ist hier denn? Gar nichts. Lass mich in Frieden. Ich habe keine Lust. Gut. Ja, man würde viel öfter kämpfen und den Kämpfen nicht so aus dem Weg gehen, wenn man noch leveln würde. Ja, das stimmt. Aber da man nicht levelt, ist eigentlich schade. Muss man auch auf nicht der anderen Seite bist du irgendwo, wirst du immer deine beiden Dinger noch nicht gegeben, vergeben, deine beiden letzten Stufen, oder? Also in anderen Worten, du fühlst dich eigentlich. Ich fühle mich eigentlich so ziemlich wohl und wüsste nicht, wo es hast auch keine Probleme. Sollte. Ja, genau. Also insofern, gib mal ein bisschen Gas hier. Oh, Allerheiligstes. Hier hast du deinen komischen Ring. Ja, dein Reif. Ihr habt Arkes Reif in eurem Besitz? Dann ist der Kranz beinahe vollständig. Wie gesagt, die Grundlage ist Gold mit eingravierten Gebetsrunen. Nun muss er mit Blut und Mühsal umflochten werden. Die Kolossai stellen die Grundlage bereit. Die Natur sorgt für die Insignien. Doch die Lorbeeren des Kranzes muss man sich verdienen. Wir brauchen Federfahnen der Terexe. Sobald wir sie haben und der Kranz vollendet ist, kann das Ritual der Buße beginnen. Aha. Ich nehme an, ihr seid schon mal einem Terex begegnet. Mehr als einem. Vermutlich den Mischlingen, Aasfressern, die sich von Kadavern ernähren. Ach, na und? Sie sind eine echte Plage. Was? Wir haben es häufig mit ihnen zu tun. Was wir suchen, sind aber die Federfahnen der Alpha-Terexe. Sie sind kämpferisch und stolz, wie alles wilde, ungezähmte der Natur. Um den Göttern die Aufrichtigkeit unseres Glaubens zu beweisen, müssen wir einen mächtigen Gegner bezwingen. Die Alpha-Terexe werden diesen Zweck erfüllen. So. Sie sind bösartige Bestien, wild und stark. Und die bösartige Alphas, Bestien, unsere Beute, sind besonders zäh. Ja, vor allen Dingen verstehe ich nicht, dass uns diese Aasfresser anfallen. Wenn es Aasfresser sind, dann fallen sie doch keine Leute an, ach, oder? Das ist absolut, das ist so. Da darf man nicht nach Logik schlüssig gehen. Und zumal Aasfresser sind im Grunde eigentlich gut. Ja, klar. Ja. Ich war in Ländern, in denen gab es nicht so viele Aasfresser. Wie sollen die zur Plage werden, wenn sie verhindern, dass sich Seuchen ausbreiten durch Aas? Na gut. Ah ja. Die Götter haben euch gesandt, um Zeuge unserer Buße zu werden.
Und dafür müssen wir den Kranz der Absolution fertigstellen. Der Kranz wird aus großen Federn, den Federfahnen der Alpha Terexe, angefertigt. Sie leben in Horsten im Süden. Ja, gut. Okay. Das ist natürlich sehr komisch, wie man so reagiert. Das ist ja nur ein Spiel. Wir müssen handeln. Aber da ich Sekandra mag und Sekandra ihn nicht mag, mag ich ihn auch gleich nicht. Verstehst du, das ist wirklich seltsam. Ja, das überträgt sie natürlich. Das überträgt klar, sich. Wir mögen Sekandra. Ja. Und da sie ihn nicht mag und er sie quält, wird er uns natürlich auch gleich unsympathisch. Mhm. Na schön. Sind hier. So, was willst du jetzt nächstes machen? Willst du weitermachen im Hauptquiz oder willst du erstmal? Nee, ich wollte erstmal wieder was anderes. Mhm. Na dann, müssen wir wahrscheinlich wieder in die. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal hier aus dem Allerheiligsten raus. Agora ist immer gut, weil von da aus kommt man überall hin. Genau. Ich wollte hier erstmal hingucken. Ja. Elfennester finden und die Hähne zumachen. Genau. Das sind ja zwei wieder in den. Guck mal. Kanälen. Wo ist das? Kanalisation. Oder Abwässer. Na, wie auch immer. Dann wollen wir jetzt erstmal wieder hin. Das sind die Wohnquartiere. Von dort aus müssen wir da hin? Naja, kann ja sein. Warum nicht? Vielleicht am nächsten. Ich gehe jetzt erstmal hier in die Kanalisation. Warum hier? Um zu gucken, wo das ist. Ach so, na gut. Bis jetzt hat er uns immer am genau entgegengesetzten Ende in die Kanalisation geschickt. Aber in dem Fall ist es gar nicht so tragisch. Liegen wir ganz richtig hier. Na gut. Aber der zeigt wieder auf. Hä? Ja, er hat eigentlich auf die Wohnquartiere gezeigt vorhin. Da kommst du wohl raus. Nee, der Ding, der zeigt dann auf die Unterschächte. Ja, dann ist doch okay. Unterschächte ist ja in Ordnung. Kein Problem. Okay. Er hat vorhin auf die Wohnquartiere gezeigt. Da kannst du wahrscheinlich eher einsteigen, bis dann näher dran. Hätten wir vorhin gleich miterledigen können. Hätten wir den Weg gespart. Zweimal laufen. Wir laufen doch gerne. Ist doch laufen langweilig, ist gesund. Immer den gleichen Weg zu laufen. Hm. Halt, Leiter nehmen geht schneller. Springen ist zwar lustig, aber... Geht nicht so schnell. Oh, da sind noch so viele Zwischenplattformen, das ist nicht so lustig. Obwohl man sie sich auch mal angucken könnte. Wir waren ja nie drauf. Wer weiß, was da liegt. Ach, ein Schriftroll. Verwesenden Leichen. Ja, genau. Da war alle Vögel umbringen, alle Aasfresser. Jetzt wird es hier schön stinken. Bald richtig schön. Angenehm. So, hier müssen wir wieder links rum. Also. Leiter. Und wieder zurück in die Unterschächte. Waren wir ja schon lange nicht mehr. Ja. So, wo sollen die denn hier sein? Ach so, hier geht's ja noch tiefer runter. Oder? Keine Ahnung, aber nicht hier. Nächste. Hier ist ein Sprungpunkt, aber der ist wohl irgendwo oben. Oh. Und nicht hier unten. Wo bist du jetzt? In welche Richtung bist du gelaufen? Hier ist eine Geheimtür, aber da komme ich ja nicht hin. Wolltest du nicht in die unteren Schächte rein? Ich bin in den Unterschächten. Ach, da bist du ja schon. Und wo müssen, da oben müssen wir okay, eben. Ja, ich dann muss jetzt erstmal nach Westen und dann da oben irgendwie rum. Mann, ich wer auch. Weiß, vielleicht geht das hier irgendwie wieder drumrum. Ja. Ich habe gar nicht gesehen, dass es hier noch weitergeht. Na gut, ich habe auch nicht geguckt.
Ich habe den Sarkophag gesehen und damit war der Fall für mich erledigt. Aber das geht ja noch hier rum. Hä? Wie? Wo? Was? Hier. Hier geht's rum. Nicht daneben springen. Das könnte ein tiefer Fall werden. Ja. So. Wer liegt denn hier? Sieht da komisch aus. Ja, oder? Die sehen immer so komisch aus. Das ist wahrscheinlich dieser Uralt oder Urelf oder was immer das ist. Ist das der Urelf? Könnte sein. Könnte schon sieht sein, die was anders ja. aus als diese Elfen hier? Die leuchten immer so. Denkt man, da ist noch was Schämpchen zum was. Looten, aber... Ich würde sagen, bevor du hier runterspringst, machen wir jetzt Schluss. Da kommst du wieder auf neue Feinde, sind die Plünderer, wie ich sehe. Kommt hier, fängst hier schon an zu kämpfen. Dann können wir nicht Schluss machen. Die sind da hinten unten. Aber die Musik ist so. Das sind Plünderer. Aber ich kann nicht speichern. Eben, meine ich doch. Dann machen wir die erstmal. Dann töten wir die jetzt erstmal. Hallo, na ihr? Bisschen Lust auf einen kleinen Tanz? Ja, ihr kleinen Kümmerlinge. Diesmal haben sie es nicht geschafft, mich einzufrieren. Nö, du lernst es. Du weißt, was sie mit dir macht. Ja, da muss man richtig schnell sein, sonst ist man gefrostet. Ja. Und wenn sie auf einem drauf rumprügeln, dann ist man gefrostet. Okay, dann machen wir jetzt Schluss. Gut, gut. Bis zum nächsten Mal dann, ja? Oh, weia. Siehst du den drohenden Stein? Ja, nette. Okay, ciao. Ich hoffe, ich lebe bis dann noch. Ja, glaub schon, ciao.